Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge von Ni no Kuni 2. Wir haben uns jetzt erstmal in diesem Part hier auf der Ebene eingefunden. Wir müssen erstmal einen Angreifer wieder loswerden. Und ja, das ist dieser Ilvar schon wieder, dieser Banditenführer. So, damit beginnt eine weitere große Schlacht gegen den Banditenanführer. Und meine Güte, Stufe 34 brauchen wir für die. Meine Fresse. Da können wir nicht anstinken damit, zumindest nicht im Moment. Nee, sowas von gar nicht. Dann lassen wir das erstmal. Ich habe eigentlich erwartet, dass das jetzt so Level 20 wird oder sowas, aber denkst du? Der hat hier seine ganze Bande vorbereitet. 34. Respekt. So, dann Planänderung. Dann gehen wir mal langsam aber sicher in die anderen Königreiche. Gucken wir, was wir noch mal so für Aufträge haben. Und vielleicht können wir noch den einen oder anderen rekrutieren für unsere Sache. Und ja, dazu reisen wir von Königreich zu Königreich, wie wir es davor auch schon gemacht haben. Schauen uns ein wenig um, nehmen Aufträge an, machen Erledigungen und so weiter. So, hier ist nur einer, der gerade was von mir will, wie es aussieht. Gucken wir mal geschwind. Hey. Excuse me. Zuerst im Casino, okay. Oh Gott, jetzt testet sie uns zu. Da hat der Enzian-Laden einkaufen und dann, Aha. Die textet uns zu. Ja, die textet uns jetzt. Oh, oh Gott. Ich habe so den Eindruck, sie hat es schon in dem Casino verloren. Und sie hat einfach nur vergessen, dass sie jetzt gerade. Dass sie den nicht mehr gebraucht hat. Oder was geschenkt bekommen hat. Oder wie auch immer. Na, gucken wir mal. Eine Akku-Frau, okay. Goldener Rahmen mit blauem Fell und schwarzer Kleidung, Bart und einer Zeichnung um die Augen. Schlanke Goldoranerin mit braunem Haar und weißer Kleidung. Aha. Dass sie das noch weiß. Na gut. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Oder war das der Kollege? Ja, eher der Kollege, wie es aussieht. Oh, der bezichtigt uns des Rassismus. Wow, krass. Okay, wir wollten zwar nicht auf die Schiene, aber okay. Ah, eine Akku-Frau mit roten Haaren.
Thank you. Ui. Die war jetzt ein bisschen kooperativer als der andere. Der andere hat uns gleich jetzt zur Wurst gemacht, weil wir ihn mal darauf angesprochen haben, dass er es vielleicht haben könnte. Ja, was auch immer Bonbons in einem Geldbeutel zu verlieren haben, aber egal. See you. Okay, also weiß die Akku-Frau vielleicht, Akku-Frau vielleicht noch was anschließend passiert ist. Hallo. Ja. Der Bonbonbeutel, das ist tatsächlich der Geldbeutel. Okay. Also alles nur ein Missverständnis, dann ist ja gut. Hat niemand was geklaut. Alles Picobello, nur eine vergessliche Frau und ein Missverständnis mit zwei unterschiedlichen Beuteln. Naja. So, dann haben wir das Missverständnis zumal ausgeräumt. Dann gucken wir mal, was es hier noch so zu erledigen gibt. Wie nichts, wie es aussieht. Dann geht's zurück nach Quastenfloss. Und dort schauen wir uns wieder ein bisschen um. Und dann anschließend natürlich zum Mechbaum. Und ich sehe schon den ersten. Excuse me. Thanks. Hi. Ah, sie ist eine Ärztin, okay. Okay. So eine Art Impfung, wenn man so will. Schattenwasser. Yes. Okay. Oh, die kann man rekrutieren. Oh, die ist süß. Okay. Dann machen wir uns mal auf die Socken. So, die Schattengrotte. Die ist wo genau? Ah! Tatsächlich so weit weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen über Wasser hier, über Wasserweg hier rüber. Ja.
glaube ich, so allmählich, doch, dass es so ist. Ja. Dann würde ich mal sagen. Vielleicht können wir auch das Boot so bewegen, dass es halt hier gleich in der Nähe ist. Ja, sehr gut. Muss ich nicht so weit laufen. Ich glaube, ich wechsle wieder zu Roland rüber. Bin eh gespannt, wie es weitergeht mit Roland. Angeblicher Verräter jetzt. Zumindest nach den Informationen, die Zoran hat im Moment. Oh, 65 für Drago, 55 für Drago. Nicht ohne das Viech. Kann man da nicht durch? Muss man da einmal komplett außen rum oder sehe ich das gerade falsch? Anscheinend. Dann können wir auch an der Stelle mal kurz nach Questenfloss. An den Anlageplatz, Anlegeplatz. Und ja, von dort aus einfach eines von den Sprungpunkten benutzen, um zu der anderen Seite zu kommen. Anscheinend müssen wir das so machen. Alright. So. Also müssen wir erstmal den Sprungpunkt da drüben benutzen. Damit wir auf die andere Seite vom Meer kommen. Und dann müssen wir eigentlich in der Lage sein, anschließend zu der Schattengrotte zu kommen. So, und jetzt wäre ich jetzt einfach immer entlang dieses Risses gegangen. Und vielleicht irgendwann mal auf Dings getroffen, auf diese Schattengrotte. Würde mich nicht wundern, wenn man jetzt Roland demnächst bezichtigt zum Verrat, weil man ja auch nicht viel über den guten Mann weiß. Eigentlich auch eine Stelle, die mal an der Stelle mal wichtig wäre, dass er mal ein bisschen was zu sich erzählt. Und über den mysteriösen Umstand, warum er jetzt hier in diesem Land angekommen ist. Ein Bogen des Stolzes. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob der mich auch stolz macht vom Schaden her. Ah, schlecht ist er nicht. Schlecht ist er nicht. Na dann. So, jetzt müssen wir aber erstmal zu dieser Schattengrotte. Ah, da drüben ist schon mal was zu sehen. Ah, komm, kämpfen wir auch gegen ein paar Viecher, weil das Problem ist schon bei Dings gewesen. Schon bei Mechbau gewesen, dass wir echt ein geringes Level hatten. Komischerweise greift er nur mich an, fokust mich immer, das ist ganz gemein. Finde ich gar nicht nett. Nee, finde ich nicht gut. So. Bermuda-Muscheln. Ha. So, sollten eigentlich demnächst mal da sein. Vielleicht haben wir auch deshalb nur so wenige Akku-Leute bei uns. Weil die wenigsten sich's trauen, sich von ihrer Heimat zu verabschieden. So, da war zumindest wieder ein starkes Viech und da haben wir einen Einkauf.
Um den Einkommen würde ich mich jetzt nicht mal großartig kümmern. Oh, aber die Hitzeklinge finde ich jetzt wiederum sehr interessant. Die schauen wir uns mal bei Evan an. Ah, okay. Auf ein Element Feuer. Aber... Jawohl, die Aufladung ist schneller und man hat immerhin schon ein Element auf der Waffe. Also, eigentlich kann man schon brauchen. Gucken wir mal, was für ein Level der hat und dann vorbereiten wir uns entsprechend. 40. Könnten wir schaffen. Geh jetzt nur mal kurz her und ändere mal die Ausrüstung ein klein bisschen ab. Damit wir wieder Talismane haben. So, Wassertalisman. So, und was ich dann noch ändern will ist... Wobei ich eigentlich dann nur die ersten drei brauche, ne? Ja, eigentlich brauche ich nur die ersten drei. Was wir dann noch ändern müssen, ist noch die Geschichte hier. Genau. Und dann sind wir soweit durch. Versuchen wir mal unser Glück. Nicht angreifbar, während er das gerade macht. Eigentlich hätte ich noch die alte Waffe von Eva noch ausrüsten müssen. Ah, so, sehr schön. Alles gut. Aber er fokussiert mich halt, das merkt man schon. So, aber durch meine schönen Schüsse kann ich hier jedes Mal gut vorbereiten und ich bin am Arsch. Ich habe nichts gesagt. Du Kacke, was war das gerade? Oh Gott, ich habe die Befürchtung, der letzte Speicherpunkt ist lange her. Oh, der ist davor gewesen. Oh Gott. Okay. Aber versuchen können wir es noch einmal. Diesmal wissen wir ja, ob wir uns da einlassen. Heieiei. Dein Angriff war zu heftig. Natürlich. Okay. I owe you one. Ah, okay. Perle kann alle heilen gleichzeitig. Mal geschwind. Okay. Da bildet sich eine Nachwelle, die ich jetzt gerade nicht so wirklich toll ausweichen kann. Alles klar. In dem Moment muss man den tatsächlich so stoppen, sonst... macht er seinen komischen Angriff da. Ich verbreite eigentlich mich nur mehr oder weniger, um seinen Angriff zu kontern. Evan.
Alles andere macht gerade wenig Sinn. Ach komm. So. So läuft das hier bei uns. Ach komm. So unvorhersehbar das Ding vor allen Dingen. Ach komm, langsam könnte mal Platz sein. Na also. Na also. Puh, das war anstrengend. Ritterstiefel. Und einen Diebesring. Wofür ist denn der Diebesring? Alle erstmal. Ich habe so eine Vermutung, aber ich gucke erstmal. Der Diebesring. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Na! Was war von Meisterdieben? Plus. Gut. Kann ja eigentlich nur für unsere Kleine hier passen. Eben. So, dann haben wir noch Stiefel bekommen. Die würde ich mal kurz mal anschauen wollen. Ah. Schon ein anderes Niveau. Definitiv. Gucken wir nochmal hier. Ob wir da noch irgendwas Interessantes hätten. Aber eher weniger. Wir könnten das alte Schwert brauchen, was Evan benutzt hat. So, und wir reisen weiter. Ein paar Level-Ups haben die Leute erreicht. Alle außer Roland. So. Dann reisen wir weiter zur Schattengrotte, machen das noch fertig in der Folge. Und wenn wir das noch schaffen, dann hätte ich noch einen Plan für die nächste Folge. Wie ich wartet, haben wir in Milchbaum noch keine Leute rekrutiert. Das könnten wir mal nachholen. Und hier sind viele Viecher unterwegs. Das möchte ich mir nochmal kurz anschauen. Ich glaube, der wird eher ein Niveau haben, der für uns gerade eh zu viel ist. 29 gerade mal. Das können wir doch fast im Schlaf. Okay. Einigermaßen schnell halt, aber Schaden kriegt er einiges, aber... Und so hat auch Roland sein Level abbekommen. Schick. Und ein Kraftprotz. Was auch immer das ist. Schon ein bisschen ausgelutscht, die Waffe. Für uns zumindest. Trotzdem nett, dass wir den mal gemacht haben. Und es gibt noch eine Schatztruhe. Schnappe ich mir gleich mal. Und eine Partitur. Alles klar. Gut, gegen die Drachen werden wir definitiv nicht klarkommen. Aber was ich mir noch holen kann, wäre die eine Schatztruhe dort. Die würde ich mir noch schnell schnappen. Und gegen diese Hydragos können wir definitiv nichts machen. Ring der Ferne. Was wir auch noch probieren könnten, wäre uns an den Viechern vorbeizuschleichen quasi und an der Stelle nur die Schatztruhe zu schnappen. Könnte funktionieren. Stab des Wissens, auch nicht unbedingt das seltenste Ding. Ja, schnell weiter. Solange es das Viech nicht hinterher kann, ist alles gut. So, okay, dann Schattengrotte. Da brauchen wir eine Portion oder eine Flasche voll mit Schattenwasser. Na, mal gucken. Ich habe noch so einige Viecher Platz zu machen, habe ich den Eindruck. Aber für den Moment sind wir eigentlich ganz gut drauf. Nichts, was übermäßig stark war bisher.
diese Dimensionstore. Jetzt bin ich krumm, aber ich würde diese Sachen, glaube ich, eher in meiner Freizeit machen. Einfach weil ich meine, die brauchen ein bisschen zu viel Zeit im LP. Als dass wir sie eben mal geschwind machen könnten. So, Reisepunkt Schattengrotte. Hat sogar einen eigenen Reisepunkt. Jetzt mache ich mir langsam Sorgen. Dann gucken wir mal rein. Aber es sieht nicht aus, als wäre das unbedingt riesig, das Ding. Also gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Haufen und reich werden wir hier drin auch nicht unbedingt. Was wir auch machen sollten, und das würde ich mal für die nächste Folge anpeilen, wäre Knuffis zu bauen. Neue Knuffis herzustellen oder zu unsere alten zu verbessern. Weil langsam wird es Zeit. So. Ah, die Viecher sind nicht immer so stark. Tatsächlich könnten wir sie komplett ignorieren an der Stelle. Aber wisst ihr was? Ich bin nicht wie die meisten Leute. Außerdem gibt es Materialien von den Viechern. Also, und die nehme ich gerne mit. So. Drüben gab es noch eine Kiste, genau, eine Truhe, die will ich mir noch mal schnappen. Echtlederstiefel. Dürfte auch noch mal fast besser sein als unsere bisherigen Sachen. Wobei... Nee, tatsächlich nicht. Richtig. Schon ein bisschen her. Also wenn ich überlege, ich habe vor nicht allzu vielen Tagen das LP gestartet und bin jetzt auch schon... entsprechend relativ weit, wenn ich so überlege. Ich habe ganz schön viel gezockt in letzter Zeit. Also Ni no Kuni 2. Und das sage ich, wo eigentlich sich selbst nicht zusagt, dass er zu viel spielt. Aber ja, ich habe extrem viel gespielt, was das betrifft. So, und da haben wir schon mal das nächste Dimensionstor. Alles schön und gut, alles sehr interessant. Machen wir aber an der Stelle nicht, weil das sonst zu viel Zeit frisst. Wie gesagt, die Dimensionstore, die würde ich eigentlich sogar am allerliebsten, wenn ich ganz ehrlich bin, in meiner eigenen Freizeit irgendwann mal machen. Statt sie hier im LP zu machen. Hintergrund ist eigentlich mehr oder weniger der, dass ich vermute, dass das alles nur ein bisschen eine Nebenquest zustören wird. Also das wird dann die eine Dame mit den Fragmenten und alles. Yes. So. Und ja, deshalb würde ich das eigentlich eher nicht als Hauptziel sehen. Ja, das ist jetzt zumindest im Moment nicht mein Ziel, das zu machen. So, dann gehen wir zu Morina zurück, die jetzt dieses Schattenwasser braucht, um einen Impfstoff herzustellen. Gucken wir mal. Ja. Hey! Thanks. Thank you very much. Hm. Ah, interessant. Da hätten wir sogar eine Ärztin bei uns. Für zusätzliche Expertise in den Metalllaboren. Alles klar. Okay. Schönes Ding, dann haben wir ja sogar eine Ärztin jetzt bei uns in der Stadt. So, noch zwei Aufträge, die wir annehmen werden. Ich würde mal ganz kurz vorbeigucken, was die denn von uns wollen. Heute fangen wir nichts mehr an, also in dieser Folge. Aber wir könnten beim nächsten Mal dann vielleicht loslegen. Okay. Excuse me. Huh? Okay. Hey. Ein Wettrennen.
Okay. Wir sollten den kleinen großen Bruder zu einem Wettrennen herausfordern. Einmal. Dann, das machen wir beim nächsten Mal. Und da am Hafen, beziehungsweise da, wo die, wo das Fisch immer angeliefert wird, da gab es anscheinend auch nochmal was. Mhm. War ich schon richtig? Hallo, die Dame. Eindeutig Sickburn. Okay, also wir müssen hier verschiedene verschiedenfarbige Wurz bringen, um unseren Stil ja zu beweisen. Machen wir auch beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle in dieser Folge Schluss. Werden wir uns im nächsten Part wiedersehen für, ja, einmal den Umbau der Victory, dann noch ein paar Nebenquests, dann noch alles Mögliche, was sonst noch auf uns zukommt. Und ich hoffe, ihr seid da wieder dabei, bevor wir dann weitermachen mit der Hauptstory. Und ich habe gemerkt, Elvan steht jetzt gerade nicht besonders angenehm herum. So, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Und ja, sehen uns im nächsten Part wieder von Ni no Kuni 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.